Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Jahre Bodenmanagement. Zwickauer Unternehmen feiert Jubiläum. Schaufenster Zukunft in der Zwickauer Hauptstraße und Arbeitseinsatz im Naturbad Bad Elster. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend zu Tag aktuell vom Mittwoch. Im Jahre 1998 hat der Geologe Frank Bär in Zwickau ein Unternehmen gegründet, das sich mit dem Thema Boden befasst. Es war eine Zeit, in der sich kaum jemand damit beschäftigt hat und auch heute ist er einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet. Schnell wurde er bekannt als der Bodenbär und heute Vormittag konnte er sein 20-jähriges Firmenjubiläum feiern. Gastgeber der Veranstaltung war die DRH Vermögensverwaltung in der Zwickauer Newtonstraße. Auch dieses Unternehmen kann im Jahre 2018 auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Seither hat es sich zu einer festen Größe auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung in Sachsen entwickelt. So wie Frank Bär mit seiner Agentur für Bodenaushub beim Thema Bodenmanagement. Vertreter aus Wirtschaft und Politik waren angereist, um dem Firmengründer zu gratulieren. Doch auch das Fachliche stand im Mittelpunkt der Tagung. Der Boden ist eines der kostbarsten Güter, die wir auf der Erde haben. Dennoch wird er auch heutzutage bei Bau- oder Abrissarbeiten noch viel zu stiefmütterlich behandelt. Ja, das kann ich bestätigen. Interessanterweise bei Lebensmitteln wird darauf geachtet, dass die Inhaltsstoffe draufstehen, dass draufsteht, wo es herkommt und was man damit machen kann. Beim Boden ist das völlig unerwartet, dass plötzlich Dreck anfällt und ach du Schreck, der Dreck muss weg. Und das ist die Katastrophe, was eigentlich nicht sein muss, aber völlig unerwartet fällt dann immer Bodenmaterial an, der entsorgt werden muss. Ein aktuelles Beispiel, wie wichtig Bodenmanagement ist, sieht man derzeit beim Abriss der ehemaligen Aktivistbrache in Planitz. Was hier zutage kam, war eben nicht nur sauberer Mutterboden, sondern belastetes Material, erwähnte die Zwickauer Baubürgermeisterin Katrin Köhler in ihrer Ansprache. Und das Material fällt überall an, wo gebaut wird. In diesen Fällen sind Unternehmen wie das von Frank Bär gefragt. Bodenmanager gibt es relativ wenige von dieser Seite her, vor allen Dingen in der Kombination mit öffentlich bestellt und vereidigten Sachverständigen. Da gibt es sehr wenige im Bundesgebiet und deswegen darf ich auch viele Gerichtsprozesse mitführen als Gutachter, weil die Streiterei zwischen Bauherrn und Auftraggeber bzw. Baufirma immer wieder im Bodenbereich endet. Neben dem Firmenjubiläum der Bär-Agentur für Bodenaushub stand heute aber auch der fachliche Austausch auf dem Programm der Tagung. Für die Industrie- und Handelskammer ein bedeutender Termin, um auf dieses wichtige Wirtschaftsthema aufmerksam zu machen. Das ist richtig. Was mich auch besonders freut als Industrie- und Handelskammer, wir haben hier eine Veranstaltung gemeinsam mit dem Professor Bär, mit seiner Firma, gemeinsam mit DRH Vermögensverwaltungs GmbH, wo wir heute zu Gast sind und wir als IHK. Und das finde ich eine gute Information für die teilnehmenden Firmen zum Thema Bodenmanagement, aber auch, dass wir gemeinsam, der Mittelstand, gemeinsam auftritt. Unter den Gästen war auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Nicht allein das 20-jährige Bestehen der Bär-Agentur für Bodenaushub war für ihn wichtig. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Themas Boden für ganz Sachsen steht für ihn ganz oben auf der Agenda. Für mich ist wichtig, dass wir eine Sensibilität für das Thema Rohstoffe und Ressourcen haben. Und wenn wir bauen, hat das auch etwas damit zu tun, was wir aus der Erde holen und wie wir damit umgehen. Da brauchen wir Bestimmungen, aber natürlich auch solche, dass wir auch unsere Wirtschaft vorantreiben können und unterstützen können. Aber wir brauchen natürlich auch einen guten Einklang zu unserem Umweltbewusstsein. Und diese Balance muss immer austariert sein. Und deshalb wollen wir natürlich schon uns dafür einsetzen, dass auch die Regelungen, die notwendig sind, wirtschaftsfreundlich, aber vor allem verbraucherfreundlich sind. Die Herausforderung für die sächsische Landespolitik ist vor allem, Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden. Wir haben auch 16 Bundesländer, die sehr unterschiedlich mit diesen Themen umgehen. Und deshalb sind noch bestimmte Regelungen, die wir in Berlin brauchen, immer sehr umstritten. Da wir aber in Sachsen ein Bewusstsein für unsere Rohstoffe, für unsere Ressourcen haben, wollen wir natürlich dort aktiv uns einbringen, auch im Interesse unserer Unternehmen. Am Thema Boden werden wir in der Zukunft kaum noch vorbeikommen.
Wer heute bauen will, muss sich wohl oder übel damit beschäftigen. Und eines ist sicher, billiger wird das Thema Bodenmanagement ganz sicher nicht. Es wäre schön, nein. Nein, billiger wird es nicht, weil deswegen sprechen wir heute auch über verschiedene neue Gesetzesänderungen, die auf uns warten. Und wenn straffere Umweltgesetze kommen, wird es nicht billiger, eher noch komplizierter. Und ich befürchte eher, dass es sogar noch mehr Kriminalität gibt, dass Bodenmaterial dann einfach irgendwo in die Landschaft gekippt wird, weil man nicht mehr weiß, wohin. Auch um so etwas von vornherein zu vermeiden, kamen die Teilnehmer heute zu der Tagung bei der DRH Vermögensverwaltung in der Zwickauer Newtonstraße zusammen und diskutierten Wege für eine noch lebenswertere und gesündere Umwelt. Eine über 150 Jahre Ära scheint sich endgültig dem Ende zu neigen. 1866 eröffnet, über Jahrzehnte und Gesellschaftssysteme hinweg erstes Haus am Platze, steht das Hotel Wagner nun endgültig vor dem Abriss. Noch bis vor 3 Jahren bestand die Hoffnung, dass der Eigentümer das Haus weiterhin als Hotelleriebetrieb aufrechterhalten wollte. Eine sogenannte Nasssanierung, also eine Brandstiftung, machte diese Erwartung im Juni 2015 zunichte. Nach den Schäden am Dachstuhl war damals schon klar, das Haus muss abgerissen werden. Seither stand die Gebäudesicherung im Vordergrund. Allerdings konnte der damit einhergehenden zunehmenden Vermüllung nicht entgegengewirkt werden. Trotz Absperrungen fanden Umweltsünder immer Wege ins Areal. Nunmehr hat der Finanzausschuss grünes Licht für den Abriss gegeben. Um die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel noch nutzen zu können, muss dieser bis Ende des Jahres erfolgen. Danach liebäugelt die Stadt mit dem Kauf der dann entstandenen Freifläche. Darauf soll die sogenannte Innenstadttangente umgesetzt werden, die allerdings auf zahlreichen Bürgerversammlungen keinerlei Zustimmung erhielt. Neu im Gespräch ist der Neubau einer Jugendherberge an dieser Stelle. Zumindest stünde dieses Vorhaben in der Tradition des Standortes und der Muldestadt gut zu Gesicht. Es wäre dann die erste, die auch jüngere Touristen anlocken würde. Die Stadt Zwickau ist seit heute um eine Rarität reicher. Ein gläsernes Klassenzimmer, das erste überhaupt in einer bundesdeutschen Fußgängerzone, wurde in der Hauptstraße eröffnet. Als Schaufenster in die Zukunft bereichert es ab sofort die Ganztagsangebote der Humboldt-Schule. Möglich war die räumliche und technische Ausstattung maßgeblich durch die Unterstützung von GGZ, Indica und Borsig ZM. Die Zwickauer Hauptstraße hat viele Schaufenster, ansprechend gestaltete, aber leider auch leere. Ein Schaufenster Zukunft war bislang noch nicht dabei. Doch das ist seit heute anders. In der Hausnummer 64, gegenüber von Kunsthandwerk Liebig, öffnete am Vormittag das gläserne Klassenzimmer der Humboldt-Schule seine Pforten. Eine Gruppe Technikbegeisterter um den ehemaligen Lehrer Matthias Dehmer hatte 2016 die Idee dazu. Trotz vieler Hindernisse und Rückschläge wurde das Projekt nie fallen gelassen. Und heute konnten die Initiatoren endlich den Lohn ihrer Bemühungen ernten. Also ich finde es fantastisch, dass wir das geschaffen haben für die Stadt Zwickau, muss ich sagen. Und ich finde es auch gut, dass es so gut von der Bevölkerung schon im Vorfeld angenommen wurde. Denn wir waren oft hier und es kamen Leute rein, haben sich das angeguckt. Also es ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, das ist überwältigend, wie die Reaktion auch der Leute hier kam. Was ihn vor 2 Jahren angetrieben hat, erläuterte Matthias Dehmer zu Beginn der Einweihungsfeier. Auslöser des Projektes war die Tatsache, dass die Vermittlung von technischem Wissen in vielen Lehrplänen nach wie vor zu kurz kommt. Dank des gläsernen Klassenzimmers profitiert in Zwickau nun vor allem die Humboldt-Schule von den neuen Möglichkeiten zur Berufsorientierung. Für Schulleiterin Antje Dombrowski war der 11. April 2018 demzufolge ein ganz besonderer Tag.
Hervorgehend aus diesem Ganztagsangebot, wo sich ja Kinder freiwillig in so einer Arbeitsgemeinschaft zusammenfinden und dort solche Aktivitäten entwickeln, wie sie uns gerade hier beschrieben wurden, möchten wir das gerne noch ein bisschen in die Breite bringen und beispielsweise mit Gruppen im Unterricht auch hierher gehen. Eine ganze Klasse passt nicht rein, aber TC, also Technik und Computer in der 5. und 6. Klasse oder WTH, Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft von der Klasse 7 bis zur Klasse 9, findet in Gruppen statt und wir möchten die Kinder mit hierher bringen und möchten versuchen, den einen oder anderen für diese Technik hier mit zu begeistern und ihnen auch mal die Augen zu öffnen, dass es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt, einen Beruf zu ergreifen. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Berufsorientierungskonzeptes. Welche technischen Möglichkeiten es in der Hauptstraße 64 gibt, demonstrierten Schüler der Humboldt-Schule und die Partner des Projektes heute den Gästen der Einweihungsfeier. Hier in dem Klassenzimmer ist die ganze Robotertechnik-Realisierung möglich, die ganze Automatisierungstechnik möglich, die ganze CNC-Technik möglich und alles, was um 3D-Konstruktion, 3D-Einscan, 3D-Drucken möglich, gefordert wird, ist alles hier möglich. Weil wir können also die ganze Palette abdecken. Mit einer CNC-Fräsmaschine hat einst alles begonnen. Dass das Klassenzimmer den heutigen Standard erreichen konnte, ist nicht zuletzt Sponsoren wie Borsig ZM oder IndyCar zu verdanken. Es sind zwei Dinge, die uns begeistert haben hier. Wie gesagt, das eine ist wirklich die Beziehung zur Praxis zu suchen und die Kinder tatsächlich sehr, sehr frühzeitig einfach ein Bild zu geben, was ihre spätere Schulausbildung mal bedeuten kann für sie. Und das zweite ist die Öffentlichkeit, dass wir das Ganze nicht im stillen, heimlichen in der Schule stattfinden lassen, sondern tatsächlich hier in der Fußgängerzone, wo man sich auch mal interessierten Bürgern zeigen kann, dass Forschung, Bildung, wie gesagt, und die Innenstadt durchaus gemeinsam entwickelt werden können. Alle die Technologien, die hier laufen, sind alles Technologien, die bei uns im Hause angewendet werden. Also das ist all das, ist jetzt nicht blanke Bildung, sondern das hat tatsächlich einen praktischen Hintergrund. Und von daher stehen wir da gerne zur Verfügung, um das Projekt hier mit entsprechend finanziell, aber auch mit Know-how zu unterstützen. Räumliche Unterstützung leistete die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Und Herr Simon, unser Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit, hat es ja an uns herangetragen und ins Unternehmen und war selber begeistert und die Begeisterung konnte er weitergeben. Und wenn ich das Ergebnis hier sehe, bin ich genauso begeistert. Ich halte es für eine wirklich gute Angelegenheit, hier junge Menschen ranzuführen, auch an Dinge, wo sie vielleicht sonst überhaupt nicht rankommen in dem Alter. Und das ist schon fantastisch. Und ich selber sehe hier Dinge, die ich selber auch noch nie so gesehen habe und mir auch keine Gedanken gemacht habe, wie kompliziert so eine Programmierung sind und so weiter und so fort. Deshalb ist das wirklich eine tolle Sache. Und wenn das in einer Straße ist mit einem Schaufenster, so wie es ja hier wirklich passiert, also Publikum dazukommen kann, sogar rein darf, fragen darf, dann hat es vielleicht wirklich eine Zukunft, auch breiter sich aufzustellen und mehr Leute mit zu begeistern. Dass das neue Schaufenster Zukunft zu begeistern weiß, wurde bei der Eröffnung deutlich. Nicht nur durch Beifallsbekundungen und Präsente. Nur Vertreter der Kommunalpolitik bekamen davon nichts mit. Landtagsabgeordnete und Stadträte suchte man heute leider vergeblich in der Hauptstraße 64. Und das war der einzige Wermutstropfen einer ansonsten rundum gelungenen Einweihungsfeier. Werbung. Zwickau, eine Stadt wird 900. Das Festjahr spannt den Bogen von der großen Sonderausstellung in den Priesterhäusern über das Festival of Lights im Mai. Bis zu Ballonfest und Automobiltag sowie vielen weiteren tollen Veranstaltungen. Mehr Infos unter www.900jahre-zwickau.de. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung.
Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Auf die Treppe, fertig, los! Die GGZ startet den 5. Zwickauer Hochhaustreppenlauf. Erklimme eines der höchsten Gebäude Zwickaus und lauf über 166 Stufen in 10 Etagen. Gewertet wird in verschiedenen Altersklassen und passend zum Zwickauer Stadtjubiläum die Mannschaftswertung mit insgesamt 900 Stufen. Jetzt anmelden unter www.vorwärts-zwickau.de. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Dein Leben ist hektisch genug. Die neue Kompaktlimousine Citroën C4 Cactus mit Citroën Advanced Comfort Federung. Premiere am 14. April bei deinem Citroën-Händler. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil das Umfeld und das Trainingsklima hier einfach familiär ist. Es ist ständig jemand da, professionelle Hilfe. Wenn das Gewicht doch mal zu schwer wird, ist ein Trainer da und hilft dir. Ich habe damals angefangen zu trainieren, weil ich mich selbst nicht mehr wohlgefühlt habe. Und der Sportpark ist für mich die erste Wahl. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Reges Treiben herrschte am vergangenen Samstagvormittag im Naturbad Bad Elster. Der Förderverein hatte zum Arbeitseinsatz aufgerufen, um das Bad für die neue Saison vorzubereiten. Ja, wir machen wieder unseren ersten Arbeitseinsatz. Der Frühling hat begonnen und deswegen gibt es viel Arbeit. Der Winter war diesmal ziemlich lange und deswegen häuft sich hier alles. Und wir wollen also versuchen, so schnell wie möglich unser Bad wieder in den Zustand zu bringen, dass unsere Gäste sich freuen. Das Naturbad in Bad Elster wurde am 22. Juni 1906 als Licht-, Luft- und Schwimmbad eröffnet. In den folgenden Jahren erfolgten umfangreiche Erweiterungen. 1916 gab es dann 3 getrennte Badebereiche, ein Damen- und ein Herrenbad sowie ein Familienbad. Alle 3 Teiche und ein Großteil der Gesamtanlage blieben erhalten. Zahlreiche Kurgäste, Einwohner und Urlauber nutzten die ehemaligen Kur- und Badeanlagen. In den vergangenen 20 Jahren verfiel die Anlage leider immer mehr. Etwa vor 6 Jahren haben sich interessierte Bürger von Bad Elster zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen hier mal das Bad wieder auf Vordermann bringen, wir müssen das in den alten Zustand bringen. Viele, die dabei waren, die haben ihre Kindheit in dem Bad verbracht und die sind natürlich mit voller Begeisterung rangegangen. Und wir haben einen Verein gegründet, dem gehöre ich auch von seit Gründung an.
Und dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Bad wieder in seiner alten Schönheit entstehen zu lassen. Eine Menge hat sich in dieser Zeit schon getan. Der Verein konnte in den vergangenen Jahren durch seine Aktivitäten und durch Spendengelder die Stadt bei der Erhaltung des Naturbades mit über 10.000 Euro entlasten. 600 ehrenamtliche Stunden werden jedes Jahr geleistet. Spenden sind nach wie vor gefragt. Also wir würden uns über jede Spende freuen, denn wir brauchen das Geld für die Erhaltung des Bades. Und wir freuen uns über jede Mark, über jeden Euro, weil wir eine ganze Menge vorhaben. Wir wollen zum Beispiel unseren Spielplatz weiter gestalten. Wir wollen für die Kinder das Schwimmbecken machen. Wir müssen uns auch vor den Wildschweinen schützen, da ist ein Zaun zu bauen. Das muss alles finanziert werden und das ist eine Menge Geld, die das kostet. Gut 20 Vereinsmitglieder und Freunde des Bades legten sich an diesem Samstagvormittag ins Zeug. Bei der Arbeit auch noch lächeln. Ja, eben. Aber es macht schon Spaß bei dem Wetter, ne? Ja, cool. Ja, also immer gut. Im Sommer mal, wenn dann fast fertig wird, da freut man sich dann. Sind selber auch Badegast? Schon seit Kindestagen an. Ja, also sind schon mit den Eltern hergekommen und jetzt mit Nichte und Großneffen und alle möglichen sind wir dann immer hier in Familie immer. Und dann treffen halt da immer Bekannte, also das ist immer toll hier. Das Naturbad freut sich natürlich auch über Gäste von außerhalb. Also es ist für jeden was dabei. Die Kinder, die können sich hier am Spielplatz erfreuen. Schwimmen ist natürlich angesagt im Naturbad. Naturbad bedeutet, das Wasser ist naturbelassen. Das mag mancher sehr. Natürlich sind Toiletten vorhanden, aber leider noch keine Gastronomie. Gastronomie wäre ein großer Wunsch der Einheimischen und auch der Gäste, aber so weit sind wir noch nicht. Das ist vielleicht mal ein Fernziel, aber im Moment haben wir da keine Voraussetzungen. Auch die Parksituation ist derzeit noch ein Schwachpunkt. Daran wird aber bereits gearbeitet. Dort hat die Stadt also vor, im Zusammenhang mit dem Vorhaben, was hier oberhalb vom Bad stattfand, einen neuen Parkplatz zu errichten. Das wird aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr richtig wirksam. Die Saisoneröffnung ist für Mitte Mai geplant. Das Gelände ist ganzjährig nutzbar. Es kostet keinen Eintritt. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn viele Gäste uns besuchen. Wir würden uns genauso freuen, wenn sich welche an unserer Arbeit beteiligen. Es ist immer viel zu tun. Und wir bieten mit unserem Bad natürlich für unsere Gäste auch was ganz Besonderes, was es wahrscheinlich nicht so schnell wieder irgendwo in Deutschland gibt. Ab 23. April beginnt die Sanierung der Werdauer Straße im Bereich ab Goethestraße 350 Meter stadtauswärts. Im Rahmen der Baumaßnahme werden im Auftrag der Wasserwerke der Mischwasserkanal und die Trinkwasserleitung erneuert. Zudem wechselt die Zwickauer Energieversorgung auf 130 Metern Länge eine Gasleitung aus. Im Anschluss daran will das Tiefbauamt die Fahrbahn grundhaft sanieren und stadtauswärts den rechten Gehweg erneuern. Vorgesehen sind außerdem die Verlängerung des Schutzstreifens für den Radverkehr, der barrierefreie Umbau zweier Haltestellen und die Pflanzung neuer Straßenbäume. Mit einem Abschluss der Arbeiten ist voraussichtlich erst Anfang Dezember zu rechnen. Bis dahin muss der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. In der Langen Gasse in Reichenbach kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 6-jähriges Kind war hinter einem parkenden PKW plötzlich auf die Fahrbahn gerannt. Dabei wurde es von einem VW Caddy angefahren und leicht verletzt. Ein 31-jähriger Verwandter des Kindes, der sich am Unfallort aufgehalten hatte, nahm noch vor Eintreffen der Polizei die Klärung der Angelegenheit selbst in die Hand. Der Mann versetzte dem 35-jährigen Caddy-Fahrer mehrere Fausthiebe und würgte ihn. Sein vermeintliches Faustrecht endete mit einer Anzeige wegen Körperverletzung. Meranes Bürgermeister Lothar Ungerer startete heute Vormittag die erste LED-Bildwand der Stadt. Die Anlage befindet sich unmittelbar am Gewerbegebiet und wird von der Firma Comedia Konzept betrieben. Darauf zu sehen sind künftig nicht nur Stadtnachrichten, sondern auch Informationen aus dem Bereich Kultur sowie Werbeauftritte verschiedener Unternehmen. Damit setzt die Stadt Merane fort, was vor einem Jahr in Zwickau begonnen wurde. Werbung.
ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüne Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten – das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Vom 13. bis 15. April werden in Zwickau die süddeutschen Altersklassenmeisterschaften im Synchronschwimmen ausgetragen. In der Glückaufschwimmhalle erwartet der gastgebende 1. SC Flamingo rund 200 Aktive aus 20 Vereinen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Die Leistungsentwicklung der letzten Jahre und damit verbundene Finalstarts bei europäischen Wettkämpfen, Olympia und Weltmeisterschaften lässt ein hohes Leistungsniveau erwarten und verspricht einen hochwertigen Wettkampf. Neben der Pflicht werden Chören, Solo, Duett, Gruppe und Kombination vorgetragen. Zu dem Starterfeld gehören die Landesmeister der teilnehmenden Bundesländer und deutsche Meister des vergangenen Jahres aus Süddeutschland. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Donnerstag ist es locker bewölkt mit gelegentlichen Auflockerungen. Gegen Abend kommt es örtlich zu Gewittern. Bei Höchstwerten bis 21 Grad weht ein mäßiger bis frischer Ostwind mit starken, teils stürmischen Böen. Und die Aussichten nach einem regnerischen Freitag wird das Wochenende überwiegend freundlich und niederschlagsfrei. Auch am Sonntag überschreiten die Temperaturen die 20-Grad-Marke. Und hier noch ein Blick auf die Pollenflugvorhersage für Westsachsen.
Morgen bekommen wir einen schwachen Birkenpollenflug und mäßigen Flug weiterer Baumpollen wie Pappel und Weide. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell. Die Hälfte der Woche haben wir ja bereits geschafft. Das Wetter spielt derzeit nicht so besonders mit, freuen Sie sich aber schon auf das Wochenende. Versprochen, es wird sonnig. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend und bis morgen 19 Uhr bei Tag aktuell.